Leute, willkommen zu meinem allerersten XDefiant Guide. In diesem Video möchte ich euch erstens ein 9-minütiges Gameplay zeigen, in dem ich euch zeige, wie ihr eure Waffe richtig, richtig geil leveln könnt, welcher Spielmodus dafür besonders geeignet ist. Ich möchte euch eine extrem starke Klasse zeigen. Dazu müsst ihr aber, es gibt auch viele andere Waffen, ich habe noch nicht alle durchgetestet, da ich aber durch Apex Legends gerne Einzelschusswaffen wie die G7 spiele, habe ich hier zum Beispiel eine Klasse gefunden mit einer Marksman Rifle mit einer sehr hohen Feuerrate im Einzelschuss und im Close Range Fight, auch Mid Range Fight, können 2 Kugeln reichen, wenn du gut triffst. Das muss nicht mal ein Headshot sein. Diese Klasse ist extrem stark und diese Waffe muss nicht mal gepimpt sein. Ich habe in dieser Runde 57 Kills gemacht. Das waren echt viele, relativ wenig gestorben im Vergleich. Und ich hatte gerade mal ein Rotpunktvisier drauf. Diese Waffe, ich zeig's euch einfach mal, und welche Fraktion richtig, richtig stark ist. Gerade in diesem Modus kannst du dich davor schützen, öfter mal eben nicht drauf zu gehen. Und zwar ist es die Phantom-Klasse mit der Magazinbarriere. Elektromagnetische Barriere, die gegnerische Schüsse und Granatenabwehr. Ich möchte euch gleich anhand das Gameplays zeigen, wie effektiv das ist, in welchen Situationen du das so einsetzen kannst, und vor allen Dingen kannst du Gegner ganz gut aus einer Zone, die gerade eingenommen wird, rausholen. Wenn sie dich sehen, haust du das Ding vor dich. Du kannst die Gegner richtig schön wegballern. Dazu gleich mehr. Am Ende des Videos zeige ich euch das Gameplay. Das geht ungefähr noch 9 Minuten. Ich habe eine Menge daraus rausgeschnitten, damit es nicht zu lang wird. Ich möchte euch einfach mal meine Klasse zeigen. Die habe ich auch G7 Scout genannt, weil das einfach eine absolute Monsterklasse ist. Meiner Meinung nach nicht unbedingt geeignet auf kleinen Maps. Auf kleinen Maps sollte man meiner Meinung nach mit einer MP5 zum Beispiel oder allgemein mit einer MP spielen, weil du einfach so schnell in deinem Visier bist. Das Aimdown-Zeit, diese Zeit ist bei dieser Waffe extrem hoch. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtiger spielen, nicht so extrem rushen, weil es dauert extrem lange, bis du im Visier bist. Wie gesagt, ich hatte zum Zeitpunkt dieser Runde nur das Rotpunktvisier freigeschaltet und ich kann euch sagen, aus Erfahrung, ich habe in der Beta diese Waffe, ich bin mir nicht sicher, ob es das Dreifach- oder das Vierfach-Visier war. Auf großen Maps macht das Dreier- oder das Vierer-Visier unwahrscheinlich Spaß. Aber selbst mit dem Rotpunktvisier Standard ist der Rückstoß nicht sehr stark und dieses Rückstoß zurücksetzen, so dass du wieder auf dem Punkt bist, wo du hingezielt hast, geht sehr, sehr schnell. Ich möchte euch kurz sagen, welche Aufsätze hier noch sehr, sehr praktisch sind. Wie gesagt, Rotpunktvisier ist klar. Das Holovisier finde ich jetzt speziell nicht so geil. Ich habe es eine Runde getestet. Versucht unbedingt auf Stufe 12 das Dreifachvisier einfach mal zu testen. Und das Gute ist, wenn ihr merkt, dass es nicht so geil ist, ihr könnt mitten in der Runde, ohne zurück ins Menü zu gehen, könnt ihr die Visiere tauschen, wenn ihr merkt, dass die Aufsätze nicht ganz so geil sind. Ansonsten, was sehr effektiv ist und meiner Meinung nach auch reicht, standmäßig hast du nur 10 Schuss. Das reicht in der Regel, ich sag mal, für 2 Gegner maximal. Danach musst du nachladen. Die Nachladegeschwindigkeit ist relativ hoch, aber in Verbindung mit dem Phantom kannst du dieses Schild immer wieder nutzen, um dir wieder ein bisschen Heilung zu geben, um mal kurz dich ein bisschen zurückzuziehen und einfach deine Waffe nachzuladen. Aber ich habe das allererste Magazin drauf, die anderen habe ich noch nicht freigeschaltet, kommen erst recht spät, aber ich bin der Meinung, dass das allererste schon reicht. Du kriegst 2 Schuss mehr, reicht für einen Gegner mehr und du merkst die 15% Nachladegeschwindigkeit. Meiner Meinung nach extrem. Es fühlt sich so ein bisschen wie bei COD, der Perk schnell nachladen an. Ansonsten, das würde ich schon nicht mehr nehmen. Da ist die Nachladegeschwindigkeit nur noch bei 10% und du hast eine verringerte Bewegungsgeschwindigkeit, weil die Waffe sehr schwer ist. Hier hast du nochmal 10 Schuss extra ab Stufe 30, würde ich ebenfalls nicht nehmen, weil die Nachladegeschwindigkeit sich nochmal zusätzlich um 15% verringert, auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Und bei dem letzten Magazin hast du zwar eine extrem hohe Nachladegeschwindigkeit, nur 2 Schuss mehr, also 12, aber Aimdown-Zeit, Geschwindigkeit und auch die Reaktionskontrolle extrem negativ. Deswegen meiner Meinung nach reicht dieses völlig aus. Du hast 2 Kugeln mehr, wird für einen Gegner maximal mehr reichen. So 2 bis 3 Gegner sollten da drin sein, bevor du nachladen musst, wenn du gut triffst. Und die Nachladegeschwindigkeit kann sich
definitiv sehen lassen. Alles andere habe ich noch nicht freigeschaltet. Ich habe noch einen Schaft. Der allererste Schaft bringt gleich noch 15% Rückstoß, Zurücksetzung, ADS-Stabilität und ADS-Reaktionskontrolle. Ansonsten war es das mit dieser Klasse und ich möchte euch sagen, welchen Modus ich gespielt habe. Dieser Modus geht schön lang. Und zwar ist das Besetzung. Und das Positive bei dem Modus Besetzung ist, du weißt immer, wo die Gegner sich aufhalten. Weil das Ziel ist, die Zone einzunehmen. Und wenn du die Zone eingenommen hast, das dauert ein paar Sekündchen, dann wechselt das auf der Map, dann ist die Zone woanders. Du musst nicht wie wild wie bei Geldkopf-Koryphäe zum Beispiel. Das ist eigentlich einer meiner Lieblingsmodi. Einfach wild drauf losballern, Leute töten, die Marken einsammeln. Abschuss bestätigt à la Call of Duty. Die anderen wie eskortieren, das zieht sich zu lange eskortieren. Wenn irgendwann deine Eskorte so weit fortgeschritten ist, musst du von deinem Spawn erstmal ewig laufen. Und hier weißt du erstens, wo die Gegner sind, was bei Eskorten zwar auch der Fall ist, aber hier läufst du Richtung Zone, nimmst sie entweder ein oder weißt grob, dass die Gegner es gerade einnehmen und dann kannst du da schön wild drauf rumballern. Deswegen diese Geschichte richtig, richtig geil. Nebenbei, wenn ihr Bock habt, dass ich noch einen Guide mache für die Settings. Es gibt nämlich in den Settings noch eine Menge einzustellen. Controller-Settings, Tonsprache, Video hast du nicht gesehen. Es gibt zum Beispiel, das kann ich jedem nur empfehlen, wenn euch die Flashbang-Granate richtig mega auf den Zünder geht, weil das so extrem hell ist. Und gerade wenn du im Dunkeln zockst, du erschreckst dich schnell mal. Du kannst das auch einstellen, dass es dunkel ist. Hier, Blendgranateneffekt hell oder dunkel. Die allerersten Male kommt es dir so vor, als ob dein Bildschirm ausfällt, ob du aus dem Spiel geflogen bist. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Wenn ihr Bock habt, kann ich da gerne auch noch ein Video machen. Jetzt. Aber zu ein wenig Gameplay. Ich habe mir aus dem gesamten Gameplay ein, zwei Schnipsel rausgesucht, um euch beispielhaft einfach mal zu sagen, welche Vorteile eines der Sachen sind. Die Phantom-Klasse im einen, das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe den Ton ein bisschen leiser gemacht. Ihr seht hier, ich baller hier auf einen drauf. Mein Aim ist jetzt nicht ganz so geil. Hol schnell die andere Waffe raus. Von hinten kommt schon der erste Gegner. Ich bin auf knapp 70, 60 runtergeballert. Haue das Schild schnell raus, kann nachladen. Und in der Zeit heile ich mich wieder hoch. Das ist extrem effektiv. In einem richtigen Gunfight, wenn du gesandwiched wirst, so schnell bist du nicht, dann brauchst du das auch nicht. Aber es ist auch noch positiv. Im Moment hier zeige ich einfach mal, hier mache ich einen Waffenswap auf die AK-47. Die ist, by the way, auch extrem stark. Baller hier den Gegner weg, bin schon fast One-Shot. Pre-Fire ein bisschen, um den Gegner zurückzuhalten. Haue mein Schild raus, kann nachladen, bin hochgeheilt und kann wieder in den Gunfight gehen. Und dann kommt noch ein Teammate, der knallt den weg und schon ist die Situation bereinigt und wir können die Zone weiter einnehmen oder die Kontrollzone einnehmen. Und hier möchte ich euch auch nochmal zeigen, wie extrem, und das ist by the way auch meine absolute Lieblingsmap, weil Besetzungen sind normalerweise, wenn ich mich nicht täusche, in der Regel relativ große Maps, wo du diese Waffe sehr gut ausspielen kannst. Und hier auf diesem Flügel von diesem Flugzeug hier hängen die Gegner. Ich verkack's hier gerade ein bisschen, renne ein bisschen zurück, gehe kurz in Deckung. Hier hätte ich auch mein Schild schon werfen können, was ich gleich auch noch machen werde. Und guckt euch das an. 2 bis maximal 3 Schüsse auf den Gegner und der Gegner ist tot. Diese Waffe ist so extrem stabil, easy zu handeln. Dieser Close-Range-Fight, das war, würde ich sagen, eher Glück. Hier hat mich mein Aim ein bisschen verlassen, aber auch hier seht ihr, wenn ihr jetzt nämlich in diesem Beispiel das hättet, hier wäre gerade die Kontrollzone und da sind so 2, 3 Leute drin. Dann kannst du dein Waffenschild da reinschmeißen. Die Leute fokussieren sich auf dich, ballern wie wild auf dieses Schild. Aber die Kugeln kommen nicht durch. Du kannst aber durchschießen und kannst so easy 1, 2 Kills locker reinholen. Schmeißt vielleicht eine Granate rein und hast dann dabei richtig Glück. Und ich stelle gerade fest, mir fehlt noch ein Gameplay-Schnitzel, weil ich gerade Granate reinwerfen sage. Dieser Schnipsel ist spurlos verschwunden. Das ist ja praktisch. Moment. Einmal dranbleiben. Ich haue mal den kompletten. Ach, hier ist er. Ich bin ein Kaltwasser. Moment, ich muss kurz ein wenig leiser machen. Das ist sonst zu laut. Du kannst schon mal eine Granate schön rein. Oh, die Granate hat auch nochmal gebumst. Hoho.
Oh, ich dachte schon, ich hab sie, also normalerweise reichen von der Distanz zwei Schuss. Ja, wie ihr jetzt an dem letzten Schnipsel noch gesehen habt, diese Waffe ist einfach unfassbar stark. Ich gebe trotzdem den Tipp, die MP5 zum Beispiel oder viele andere, die Vector, sind sehr, sehr starke MPs oder die MP7, die man erst sehr, sehr spät im Spiel freischaltet für kleine Maps, viel, viel besser geeignet als diese Waffenklasse, die ich euch gerade gezeigt habe. Das ist natürlich klar. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr Guides, mehr Tipps und Tricks und allgemein sowieso irgendwelche Ideen vielleicht noch habt in Sachen XDefiant, die ich vielleicht zeigen könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vergesst also nicht zu abonnieren, den Daumen da zu lassen, zu kommentieren, zu hast du nicht gesehen. Einfach mal alles rausballern, was euch so einfällt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß noch bei dem Gameplay. Ungefähr 9 Minuten geht's. Die Runde ging um die 18 Minuten. Ich habe ein bisschen was rausgeschnitten, aber es zeigt einfach eindrucksvoll, dass die Fandom-Klasse extrem stark ist. Und die G7 Scout-Klasse, wie ich sie so schön nenne, extrem stark ist. Hoffen wir mal, dass nicht jede Waffe, die jetzt vielleicht sehr, sehr stark wirkt, gleich genervt wird in der nächsten Zeit. Lassen wir uns mal überraschen. Leute, viel Spaß jetzt bei dem Gameplay. Das war's von mir. Haut rein. Ciao. 3, 1, finde, erobere und halte die Eroberungszone. Nein. Oh, jetzt steht hinter mir einer. Komm, die war One-Shot. Scheiße. Schöner. Einmal verreckt am Zapf. Au, 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 au. Ah, fuck, die AK-47 ist ein absolutes Miststück, ey. Das ist so ultra spaßig. Die Eroberungszone wechselt an eine neue.
willst denn hier wieder raus? Nein. Oh, danke, du hast mich dermaßen das Leben gerettet gerade. Rudi, danke für dein Raid. Ich hab sie noch gekriegt, okay. Komm, Alter, 22 zu 4. Das ist doch mal. Danke. Das war damit das 40. Danke. Komm, komm, komm. Warte mal, warum sieht das denn plötzlich so komisch aus? Sie hat ein komisches Visier. Das überlebt. Stopp. Bitte jetzt mal ganz kurz Pause. 28 Kills schon. Nein, ich sollte die Schnauze halten. Haha. Meins? Ich war jetzt schon schlecht, Alter. Nein, 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 nein! Aua, aua, ich hab Angst! Komm, komm, recover. Nein, die ist One-Shot. Da. Ach, neben mir, scheiße. Oh, das war nochmal ein richtig schöner Spot jetzt. Au, 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 au. Hä? Oh nein, ich dachte gerade, ich krieg beide. Oh, ich wollte mich schon freuen und dann war's doof. Uiuiuiuiuiui. Danke an 65 Zuschauer. Wie gesagt, danke nochmal für den fetten Raid. Das war zu close. Ah, nein, jetzt sind ja auf einmal so viele. Ich bin mitten im Spawn, glaube ich. Hä? Oh, 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 oh. Danke. Sieht aber schön. Boah, Alter, wie ich einfach nichts treffe. Nach der Aktion werden wir wohl eher nichts anstoßen. Wenn ich die nicht kriegen. Oh, was ist mit mittendrin?
Granate auch nochmal gebumst. Hoho. Oh, ich dachte schon, ich hab sie. Also normalerweise reichen von der Distanz zwei Schuss. Oh, war das eine geile Runde, Alter. Oh, hat die Spaß gemacht. Die war wirklich schön. Toll. Jetzt wollen bestimmt alle im Schattenteam mitmachen. Die hat auch. Juhu! Player of the Game. 6600. Was, das ist das Einzige, was ihr zu sagen habt? Geblockter Schaden und meine 57 Kills sind echt so uninteressant. Hier.